Frau Meier, auf der MedTech Live 2022 wird heftig diskutiert über die Digitalisierung im Kontext der Medizintechnik. Welche Chancen hat denn diese Branche, welche Chancen können Leistungserbringer sehen im Kontext von künstlicher Intelligenz und MedTech? Es gibt zahlreiche Dinge, die gerade die Medizintechnik mit ihren vorhandenen Daten in Richtung künstliche Intelligenz entwickeln kann. Es gibt Produkte, die auf Bildern aufsetzen, Strukturen in Bildern erkennen, seien es Wirbelkörper oder seien es Auffälligkeiten in der Endoskopie, um damit dann den Arzt zu unterstützen und Hinweise zu geben, was die nächsten Schritte sein könnten. Also gerade die Medizintechnik arbeitet schon mit Daten und kann diese auch für künstliche Intelligenz benutzen und damit ihre Geräte weiterentwickeln. In welchen Gebieten stecken denn insbesondere diese Chancen? Die stecken zum Beispiel in der Prädiktion von Krankheiten, wenn Daten benutzt werden, um rechtzeitig auf Verschlimmerungen hinzuweisen. Die stecken in allem, wo Strukturen zu erkennen sind, also Therapie, Diagnostik, Hinweise zu geben, wo können Auffälligkeiten sitzen. Und die stecken natürlich auch im Management von Krankheiten, in der Begleitung, in der Organisation der Strukturen. Sehen Sie auch Vorteile für die Medizintechnikhersteller selbst? Sie können natürlich einfach klügere Produkte anbieten. Sie können mit neuen Techniken ihre Produkte auf dem Stand der Zeit halten bzw. auf die nächste Stufe der digitalen Entwicklung bringen, indem die Produkte nicht mehr nur benutzt werden, sondern mitdenken und aktiv den Arzt unterstützen. Wo sehen Sie denn die Herausforderungen in diesem Kontext? Die Herausforderungen liegen ganz klar in der Regulierung. Es gibt einen Entwurf der EU, den Künstliche Intelligenz Akt, wo versucht wird, insgesamt künstliche Intelligenz zu regulieren. Und Medizinprodukte sind ein Teil davon. Und hier werden viele Regeln geschaffen für künstliche Intelligenz, die dann auch für Medizinprodukte gelten. Und während künstliche Intelligenz zum Beispiel in der Waffenentwicklung oder in der inneren Sicherheit bisher keiner Regulierung unterliegt, haben wir es bei Medizinprodukten mit einem Bereich zu tun, der schon sehr stark reguliert wird, der zertifiziert werden muss. Und diese beiden Regeln passen im Augenblick noch nicht so richtig zusammen. Und wir hoffen sehr, dass sich da im Lauf der Beratung dieses AI Act noch etwas tut. Haben Sie denn eine Handlungsaufforderung an die Branche, an die Hersteller, an die Leistungserbringer im Kontext KI und MedTech? Sehr wichtig ist, dass die Kundinnen und Kunden Vertrauen in diese Produkte entwickeln. Denn bei dem AI Act geht es im Wesentlichen darum, dafür zu sorgen, dass die ethikbasierten Produkte in der EU den Normen der EU auch entsprechen. Und wenn wir hier wirklich sicherstellen können, dass unsere medizintechnischen Produkte dieses Vertrauen schon heute verdienen, dann ist auch vielleicht nicht so viel Regulierung nötig wie in anderen Branchen, wo dieses Vertrauen zurzeit zu Recht nicht besteht.